Hallo. In Lehrveranstaltungen wird das benötigte Fachwissen vermittelt und vertieft. Lehrveranstaltungen werden von einem Lehrenden geleitet, unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie das Fachwissen vermittelt wird. Es gibt drei zentrale Arten von Lehrveranstaltungen: die Vorlesung, das Seminar und die Übung. Eine Vorlesung ist ein frontaler Vortrag zu einem bestimmten Thema vor einer großen Teilnehmergruppe. Der Vortrag wird meistens durch Folien oder Tafelanschrieb begleitet. Seminare dienen zur Wissensvertiefung. In kleineren Gruppen werden Übungstexte gelesen, Aufgaben gelöst, Hausaufgaben vorbereitet und eventuell am Ende des Semesters eine Hausarbeit angefertigt. Übungen sind eher praktisch ausgelegt und dienen zur Anwendung des bereits erworbenen Wissens. Je nach Studiengang können Übungen auch in Laboren oder Werkstätten stattfinden. Vorlesungen, Seminare und Übungen werden je nach Studiengang zu inhaltlich aufeinander abgestimmten Modulen zusammengeführt.